Hallo zusammen, heute gibt es einen Make-up-Look von mir und zwar diesen hier, den ihr gerade seht. Ich benutze heute das allererste Mal Kontaktlinsen, die ich euch unten in der Infobox verlinke. Und falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, tut das gerne, denn da poste ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel. Zuallererst einmal pudere ich das Ganze unter meinen Augenbrauen ab, weil wie ihr wisst, benutze ich unter meinen Augenbrauen den Augenbrauen-Highlighter von Italian Beauty Boutique. Den werde ich euch unten in der Infobox auch nochmal verlinken. Jetzt trage ich von NYX die Lidschattenbase auf. Das ist so ein Nude-Ton. Ich trage die sehr, sehr gerne auf. Da hält einfach mein Lidschatten viel, viel besser, als wenn ich das ohne alles mache. Ohne alles ist der Lidschatten einfach nach einer Stunde wieder komplett ab, habe ich das Gefühl. So, das Ganze habe ich mit einem Real Techniques Pinsel aufgetragen und was ich jetzt mache, ist, ich verwende von Kiko den Lidschatten in der Farbe 04, trage den mit meinen Fingern auf und zwar komplett auf das ganze bewegliche Lid. Ich habe einfach das Gefühl, wenn ihr so Glitzertöne auftragt mit den Fingern, das ist einfach viel, viel mehr Deckkraft, als wenn ihr das mit einem Pinsel macht, meiner Meinung nach. Ich bekomme das selbst mit dem Fix Plus Spray nicht so gut hin, muss ich auch noch ein bisschen üben. Jetzt benutze ich von Kiko den Lidschatten, ich meine in der Farbe 233 war das gerade, und den trage ich mit einem angeschrägten Pinsel auf, und zwar in so einer Cat-Eye-Form, wie ihr das hier seht, und das mache ich auch wirklich nur am Rand. Und das, was wirklich das Ziel von diesem Look ist, ist blenden, 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 wie bei allen meinen Make-up-Tutorials, weil es ist einfach das A und O zu verblenden. Wenn ihr das Ganze nicht verblendet, sieht es einfach nur total bescheuert aus. Was ich jetzt mache ist, ich gebe immer mehr von dem Farbton drauf, so wie es mir gerade gefällt. Und ihr werdet sehen, zum Schluss, wenn ich fast ganz fertig bin, werde ich das sogar nochmal machen, weil ich einfach eine bestimmte Intensivität von der Farbe haben möchte und von daher trage ich das so auf. Was ich da mit meinem Finger zwischendurch mache, und zwar ich verblende den Lidschatten in der Crease. Ich finde es zwischendurch einfacher, das Ganze mit einem Finger zu machen als mit einem Pinsel. Ich weiß nicht wieso, weshalb und warum, aber es ist meiner Meinung nach so. Jetzt nehme ich mein Bananapuder runter von meinem Gesicht mit einem Real Techniques Powder Pinsel, um unter meinem Auge noch einmal die Lidschattenbase aufzutragen, damit das Ganze intensiver wird. Mit dem Pinsel, womit ich mein Augenbrauen-Highlight abgepudert habe, gehe ich zwischendurch auch nochmal drüber. Und mit dem angeschrägten Pinsel nehme ich meistens mit dem Rest ja das Ganze nochmal an meine untere Wasserlinie bzw. an meinen unteren Wimpernkranz, dass ich das Ganze auftrage und so intensiviere, wie ich das gerne hätte. Ihr seht, da bröselt auch noch einiges runter, das wische ich nachher natürlich auch noch mit einem Puderpinsel weg. Und das ist das, was ich meine, ihr tragt das so lange nach, bis euch die Farbe gefällt, also bei manchen etwas weniger, bei manchen etwas mehr. Ich wollte es an dem Tag sehr, sehr intensiv in diesem Mauve-Ton, ich bin nicht sicher, wie man den Ton nennt, aber ich finde ihn sehr, sehr schön. Und genauso wollte ich es haben. Wenn ich das gemacht habe, benutze ich von NYX den Jumbo Eye Pencil in der Farbe Schwarz. Ich muss sagen, den mag ich wirklich extrem gerne. Ich will mir von NYX jetzt die nächsten Tage einen Braun holen, weil der nicht ganz so hart ist und ich trage in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gerne Kajal auf meiner Wasserlinie. Das Ganze mache ich jetzt mit meinem Powder Brush. Da ziehe ich mein Augenlid nach unten und trage einen braunen Kajal von Essence auf. Ich muss sagen, den finde ich nicht so gut. Also ich würde euch echt die Kajals bzw. Jumbo Eye Pencil von NYX empfehlen, weil die halten wirklich bombastisch. Und das Ganze habe ich wie gesagt mit dem Pinsel gemacht, damit ihr nicht euer Augen-Make-up verschmiert oder mir passiert es immer, dass ich was am Finger hängen habe und danach habe ich das Ganze unter meinem Auge. Ich benutze jetzt von Smashbox den Gel Eyeliner. Ich weiß, ich habe ihn nicht eingeblendet, aber ihr kennt ihn von mir. Mit dem Real Techniques Eyeliner Pinsel, ich bin nicht ganz sicher, aber der hat vorne so ein Silikon-Ding. Also es ist sehr, sehr angenehm damit Eyeliner zu ziehen, aufzutragen auf der Wasserlinie als auch oben am Wimpernkranz. Und ihr seht, was ich da jetzt mache. Ich habe einfach vorne mir diesen Cat-Eye-Effekt gezogen und ziehe jetzt eine relativ dünne Linie oben an meinem Wimpernkranz, mache mir hinten diesen Wing hin und fülle das Ganze jetzt noch aus. Aber ihr werdet jetzt sehen, ich werde meinen Pinsel wechseln, weil mit dem dünnen Pinsel das zu ziehen ist ein bisschen anstrengend. Also ich habe innen und außen gemacht und die Mitte werde ich jetzt mit diesem Pinsel ausfüllen. Der ist aus diesem Set von Vanity Planet. Ich benutze den wirklich sehr, sehr gerne, weil man damit einfach super so
einen smudgigen Eyeliner-Strich hinbekommt. Deswegen, ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Ist aber wie immer auch Geschmackssache. So, da zeige ich euch nochmal, was ich gemacht habe. Ihr könnt das alles so ein bisschen verwischen, nochmal nacharbeiten, glitschern, wie auch immer es euch gefällt. Und könnt dann nochmal ein bisschen nachziehen, falls es euch zu unintensiv ist. Dann benutze ich meine Wimpernzange von Catrice und trage die Mascara von Essence auf. Das ist die ganz normale, nicht mehr in Waterproof, weil ich das Gefühl habe, davon trocknen einfach meine Wimpern aus. Und ich trage momentan nur noch oben Mascara, also am unteren Wimpernkranz wirklich gar nicht mehr. Deswegen reicht mir da, ich meine, das ist die Isle of Extreme Mascara, aber nicht die wasserfeste, sondern die ganz, ganz normale. Falls euch das passiert, wartet, lasst es trocknen und macht nicht das, was ich mache, sondern macht es am besten mit einem Q-Tip oder ihr macht es so, wie ich das mache, aber verschmiert bitte nichts. Das ist sehr wichtig. Ich benutze heute Lana Lashes und ich muss sagen, diese Lashes heißen Lindsay und bitte guckt sie euch an. Sind sie nicht ein absoluter Traum? Oh mein Gott, ich bin verliebt. Da habe ich sie schon drauf, weil ich werde euch jetzt die nächsten Tage ein Video drehen, wie ich meine falschen Wimpern draufklebe. Ich benutze einmal Global Glow und Soft and Gentle als Highlighter. Das Ganze trage ich mit dem Finger auf meinen Nasenrücken auf, als auch mit dem Pinsel aus dem Vanity Planet Set. Ja, einfach diesen Highlighter-Pinsel, den benutze ich immer noch sehr, sehr gerne. So, das Ganze trage ich, wie gesagt, auf meinen Nasenrücken auf, als auch auf, ja, meine Wangenknochen. Und falls ihr euch fragt, was ich jetzt gleich auf meinen Lippen habe, das ist einmal von Kylie Jenner, der Coco K. Allerdings habe ich das Ganze im Hongkong Shop bestellt, werde ich euch auch unten verlinken, weil das Ganze in Deutschland ist. Seht ihr das Ganze mit fertigen Lippen und mit gemachten Haaren und es sieht doch schon mal viel besser aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Folgt mir wie gesagt auf allen Social Media Seiten und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!